Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und heute wird's kriminell. Heute gibt's nämlich eine Verfolgungsjagd in Ninjago City. Das Ganze als eines der neuen Sets, die ja zum Ninjago Movie gerade erschienen sind. Und zwar eins der günstigeren, was auch den Teilepreis übrigens angeht. Wir haben hier nämlich insgesamt 233 Teile für 19,99. Das entspricht gerade mal einem Teilepreis von unter 9 Cent. Das ist okay und ist, wie gesagt, jetzt im August erschienen. Und dazu gibt es eben auch noch ein paar Sticker, die werden wir gleich auch in Funktion sehen. Jo, so sieht noch die Verpackung aus und so ist das komplette Set. 5 Minifiguren entdecken wir hier. Das ist schon mal ziemlich cool, weil wenn man heute bedenkt, so eine Minifigur kostet ja auch gern mal 3,99, hat man praktisch schon mit den Minifiguren das Set raus gerechnet, jetzt ungefähr. Hier haben wir übrigens mit Limo-Dose in der Hand den guten Lloyd Garmadon. Er ist ja der grüne Ninja, einer von den Guten, aber sein Papa weiß ja nicht so richtig, ist er gut oder böse. Auf jeden Fall hat er schön blonde Haare, zwei Gesichter und beide sind mit Lächeln bewaffnet. Apropos bewaffnet, das ist ein Hai-Monster-Gangster, so zumindest die Beschreibung. Wir sehen also einen Fisch mit Hammer im Mund, dazu eben einen bösen, bösen Menschen mit Augenklappe. Ja, hat logischerweise nur ein Gesicht, weil diese kleine Mütze da verdeckt natürlich nicht viel. Was es mit diesen Hai-Monster-Gangstern so auf sich hat, da müssen wir wahrscheinlich dann doch noch warten, bis der Film rauskommt, um da ein bisschen was drüber zu erfahren. Das hier, das ist einer von den Guten. Das ist nämlich einer von den Polizisten, die wir hier haben. Dessen Fahrzeug werden wir dann gleich noch entdecken. Ja, wie so ein Polizist eben aussieht. Natürlich mit Helm und mit Handschellen. Man möchte ja auch seinen Spaß haben als Polizist. Und einen kleinen Schnauzer und guckt natürlich streng. Ist ja, wie gesagt, ein Polizist. Und wie wir hier sehen, dem können wir jetzt nichts vors Visier kleben. Der muss da jetzt so durch, wenn er da mit seinem Fahrzeug durch die Gegend fährt. Dann haben wir hier Nia. Die Dame kennen wir ja aus der Serie als solche schon. Sie hat auch ein eigenes Handy immerhin. Ja, das Hemd schön offen, bisschen zerschlissene Jeans und die Haare so ein bisschen nach oben gesteckt. Ja, aber eine von den Fröhlichen ist sie ja, wie wir wissen. Eigentlich ja so die Gewinnerin der gesamten Boys Group da. Nicht? Also im Zweifel kann sie es dann richten und deswegen hat sie auch zwei glückliche Gesichter. Das gilt für ihn hier überhaupt nicht. Das ist nämlich der Verkäufer von Lebensmitteln am Lebensmittelstand und der ist der, der laut der Geschichte hier beklaut wird. Ja, und wenn man beklaut wird, dann ist das nicht schön, dann weint man, so wie hier. Aber er hat ja immer noch ein bisschen Geld in der Hand, wie hier. Ja, was das damit auf sich hat, ist dann eben so. Nicht? Das ist übrigens das Polizeifahrzeug, das Tuk-Tuk. So nennt es sich, ein Dreirad und sowas kann man sich durchaus in Asien auch gut vorstellen. Da gibt es solche Dinger, glaube ich, grundsätzlich öfter. Vorne ein Rad, zwei hinten, macht drei, also Dreirad mit sogar oben ja angedeutete Martinshorn. Und wir entdecken sogar in Ninjago-Schrift Police, Polizei. Ja, und das Gute ist, dass sogar die Räder sich drehen. Da fährt man doch gleich viel bequemer. Ein paar Polizeizeichen auch an den Seiten. Ja, ein bisschen, ja, damit man nicht aufsetzt. Und sogar Police steht auch hinten nochmal mit einem kleinen Fensterchen. Und wir haben sogar noch ein kleines Steuerrad. Naja, also irgendwas, wo man sich festhalten kann. Vorne hat in dem Modell keine Funktion. Hier sehen wir noch einen Clip. Da fragt man sich, was klippt man in den Clip? Und ich kann es verraten, da können die Handschellen nämlich rein, damit man sie immer griffbereit hat. Ansonsten passen hier übrigens drei Minifiguren in dieses Tuk-Tuk hinein. Ja, wenn wir natürlich einen Lebensmittelstand beklauen lassen wollen, dann brauchen wir auch einen Lebensmittelstand. Der ist auch im Set drin, ja, mit so einer kleinen Markise drüber, ein Schildchen. Und wir sehen auch, es gibt hier Fisch links in dem entsprechenden Kästchen und rechts gibt es ein paar Kirschen. Ja, wer schon immer mal Fisch mit Kirschen essen wollte, der ist also hier an diesem Stand richtig. Sogar ein paar kleine Lampen sind da angebracht darüber. Und wie wir hier sehen, können wir, wenn wir wollen, sogar die Kisten entnehmen. Ja, der übrigens war bei mir in der Packung auch noch ein dritter Fisch. Also, wenn da mal einer flöten geht, so wie jetzt hier gerade, man hat immer noch einen im Petto. Ja, und die stinken auch nicht, sind ja aus Plastik. Ja, ansonsten ist der Stand natürlich eher etwas aufgeräumter. Wenn wir ihn jetzt gleich mal auf die Rückseite drehen, werden wir auch nichts Spannendes entdecken. Immerhin die Markise können wir ein wenig hoch und runter klappen. Ja, aber es ist eben auch nur ein Stand, nicht? Ist ja kein ganzes Geschäft. Und dazu gehört auch diese kleine Kiste hier, dieses Fässchen sozusagen mit ein paar grünen Äpfeln. Ja, die können noch ein bisschen, aber immerhin was Gesundes, also auch dabei. Ne, Kirschen sind auch gesund. Das Coolste finde ich eigentlich das hier, diese kleine Lampignon-Reihe zwischen zwei Lampen. Leuchtet leider nicht, aber naja, irgendwas ist ja immer. Dafür hat sie aber Schilder,
die man, wenn man möchte, glaube ich, inzwischen auch im Netz identifizieren könnte, diese Zeichen. Es gibt da ja so ein Übersetzungstool, das habe ich ja schon mal vorgestellt hier, zumindest bei der Klemmbaustein-Lyrik Quick and Dirty, dem Parallelkanal für den kleinen Lego-Kick zwischendurch. Aber ich schweife ab. Also schön, ja, schöne Lämpchen leuchten, wie gesagt, ja eben nicht, aber immerhin an zwei großen Stäben angebracht. Das passt. Jo, dann können wir hier nochmal ein bisschen die Anleitung uns angucken. Nicht? Als erstes bauen wir die Minifiguren mit dem Tuk-Tuk und danach dann die beiden Stände, die wir noch dazustellen können. Also für ein Set dieser Größe ist es erstaunlich abwechslungsreich und fängt auch dieses asiatische Feeling, finde ich, gut wieder ein. Also ich werde immer mehr, glaube ich, so ein Fan von Ninjago. Zumindest diese Sets von Ninjago Movie, da finde ich eine ganze Reihe wie auch dieses wirklich gut. Deswegen gibt es auch hier von mir jetzt 7,5 Punkte. Also ich hatte es, glaube ich, ja schon erwähnt, allein 5 Minifiguren. Ja, ich muss sagen, vor 3 Jahren hätte ich mich das jetzt hier nicht vom Tocker gerissen, aber bei den heutigen Minifigurpreisen ist das definitiv eine Erwähnung doppelt und dreifach hier wert. Das war's dann auch. Ich wünsche allen eine wunderschöne Verfolgungsjagd. Bis zum nächsten Mal dann und tschüss.